Schwester, ich gehe jetzt. Er hat recht. Wie? Seit Tagen denke ich nur noch an dich. Frohes Neues! Auch für dich alles Liebe. Viel Glück. Das wünsche ich dir auch. Fehlt da nicht noch was? Er liebt dich schließlich. Und du? Ihn. Ich zeig's dir gern nochmal. Geht's noch? Wieso? Entschuldige, das fragst du noch. Na? Lässt du mal da die Luft raus, bitte? Klar. Hier. Frohes neues Jahr übrigens. Oh, Christian? Ja. Übernimmst du mal bitte? Ja, klar. Danke. Du kommst gerade richtig. Ach nee, Alexa, ich hab jetzt echt keinen Bock. Komm schon, das muntert dich wieder auf. Wenn ich's dir doch sage, ich bin wirklich nicht betrunken. Ja? Wieso küsst du mich dann einfach? Ich hab gedacht, das gefällt dir auch. Tut mir eingefallen, Oliver. Verschone mich in Zukunft mit solchen Aktionen, okay? Dankeschön. Oh, Marie. Jawohl. Auf das Glück. Hübsch, hübsch, hübsch. Schöner kann man das neue Jahr nicht beginnen. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden uns in Zukunft öfter mit Ihrer Anwesenheit erfreuen. Gerne. Du gehörst der Stadt wirklich zu neuem Glanz. Danke. Beatrice, ich möchte dir gerne jemanden vorstellen. Die Damen entschuldigen uns. Natürlich. Viel Spaß noch, Clarissa. Du siehst richtig klasse aus. Kleiner Charmeur. Das stelle ich mir echt cool vor. Ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. Es wird doch ein bisschen frisch. Warte, ich begleite dich. Entschuldige. Kein Wunder bei dem dünnen Fummel. Oh. Oh. Es ist doch nur einmal im Jahr Silvester. Hm? Das ist allerdings ein Argument. Ja. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf dass wir uns gut in Düsseldorf einleben, mein Schatz. Da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken, mein Liebling. Nicht übel aus, der Typ, den sich Marie da angelacht hat. Baron von Platen. Franziska. Wieso? Stimmt doch. Also ich freue mich jedenfalls, wenn Marie sich so prächtig amüsiert. Und dass ihr beide heute miteinander auskommt. Auf die Familie, Liebling. Küssen. Thank you.
Nacht. Ja, ciao und gute Nacht. Okay, und 6,90. Danke. Frohes Neues noch. Ja, gleichfalls. Dir auch. Ciao. Hey, du tanzt ja gar nicht. Weißt du, was vorhin mit Tom los war? Stimmt, wo ist der eigentlich? Abgehauen. Er war auf einmal total schräg drauf. Weißt du, erst war er völlig normal und plötzlich hat er mich völlig angeplafft. Das hat bestimmt was mit Uli zu tun. Heute vor einem Jahr sind die beiden zusammengekommen. Verstehe. Und eigentlich steckte die Trennung ganz gut weg, aber an so einem Jahrestag, da kommen natürlich alte Erinnerungen. Klar. Und ich hab schon gedacht. Wenn Tom komisch drauf war, das hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Okay? Warten Sie. Danke, Baron. Dann auch ein baldiges Wiedersehen, hoffe ich. Das hoffe ich doch auch. Könntet ihr mich ins Hotel mitnehmen, bitte? Ja, natürlich. Könnt ihr mich vielleicht auch mitnehmen? Ich glaube, ich habe ein bisschen viel getrunken. Ja, klar. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken. Hat es dir denn gefallen? Aber jetzt wird mir besser gehen. Willst du morgen nicht zu unserem Neujahrsessen kommen? Sei nicht böse, Martin, aber es war in letzter Zeit ein bisschen viel für mich. Na dann ein andermal. Du bist uns jedenfalls jederzeit herzlich willkommen. Ich habe das jetzt sehr genossen. Das ist doch deiner, oder? Wie aufmerksam. Euer Sohn ist ein wahrer Gentleman. Er tut jedenfalls so. Gute Nacht. Und lass von dir hören. Gute Nacht. Es war ein hinreißender Abend. Das freut mich sehr, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn Sie das nächste Mal in der Stadt sind, möchte ich mich arrangieren. Ja, ich hoffe, Sie kommen wieder vorbei. Dürfen wir Sie morgen auch zu unserem Neujahrsessen einladen? Oh, dann kommen wir aus dem Feiern ja gar nicht raus. Das Neujahr fängt gut an. Ich komme gern. Bis morgen. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Ich kann auch nicht mehr. Schlafen. Mit euch können wir aber morgen rechnen. Ja, sehr gern. Ich habe leider schon eine Verabredung. So, sollen wir dann? Ich bringe euch noch raus. Danke. Nein, ich möchte mich noch bedanken. Doch, ich weiß, wie viel Überwindung es dich gekostet hat, auf Beatrice zuzugehen. Schon okay. Das habe ich für dich getan. Sehen wir uns morgen beim Essen, mein Schatz? Ich sag's dir, wenn ich ausgeschlafen habe, okay? Du würdest auch Beatrice eine große Freude damit machen. Oliver, was machst du denn hier? Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ah ja? Ja, du warst gestern Abend so komisch drauf und naja, ich konnte ja nicht wissen, dass Uli der Grund dafür ist. Was? Wieso ein Uli? Naja, ist ja klar, dass du an ihn denken musst. Schließlich war gestern euer Jahrestag. Sorry, Oliver, aber das gestern hatte nicht das Geringste mit Uli zu tun. Aber warum warst du denn dann so komisch drauf? Ich lass mich halt nicht gern verarschen. Ich hab gedacht, wir zwei wären Freunde. Sind wir doch auch. Ach so, dann findest du es völlig normal, dass du... Weißt du was, Oliver? Vergiss es. Tom! Ich hab dich geküsst, weil ich dich total gern mag. Ja, klar. Und als nächstes erzählst du mir, dass du schwul bist, oder was? Ich bin schon meistens mit Frauen zusammen. Aber manchmal auch mit Männern. Aber Mensch, Tom, ich stehe auf Frauen und Männer. Und als Dessert die Crème Brûlée an frischen Waldfrüchten. Hallo, mein Schatz. Darf ich dir Christiane vorstellen? Guten Tag, Frau von Beinbach. Wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Sie müssen wissen, Henning von Anstetten hat sie uns wärmstens empfohlen. Oh, das freut mich.
Wir waren gerade dabei, die letzten Details für das Neujahrsessen zu besprechen. Sie beide werden in Zukunft zusammenarbeiten. Hallo. Hallo. Bitte zeigen Sie Christiane doch erst einmal, wo sie sich umziehen kann. Mhm. Woher nimmst du eigentlich immer nur die ganze Energie? Die letzte Nacht war sehr kurz und jetzt stürzt du dich schon wieder in die Arbeit. Für mich ist das doch keine Arbeit, sondern ein Vergnügen. Und wo unsere ganze Familie gemeinsam an diesem Essen teilnimmt. Marie wollte sich noch überlegen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass sie gestern mit mir angestoßen hat. Ein gutes Omen vielleicht. Für ein harmonisches neues Jahr? Mir liegt sehr viel daran, dass unser Verhältnis sich normalisiert. Auch wenn ich früher nicht immer alles richtig gemacht habe. Du hast es doch nur gut gemeint. Ja, aber ihr muss es so vorgekommen sein, als wollte ich dich hier wegnehmen. Für sie bin ich doch immer nur die böse Stiefmutter gewesen. Das sind doch alte Kamellen. Marie ist inzwischen erwachsen. Eben. Deshalb bemühe ich mich ja auch, dass Marie und ich, dass wir dieses Kapitel endlich abschließen können. Oh, Mensch, wo bleibt denn Tom mit den Brötchen? Ich verhungere gleich. Alexa, so schnell geht es selbst bei dir nicht. Naja, was soll's, dann esse ich den Käse eben so. Warum warst du gestern eigentlich nicht im No Limits? Du hast echt was verpasst. Gabriella. Was? Das war richtig nett gestern Abend. Ach ja. Nach dem Stress mit Daniel hatte ich keine Lust mehr. Hat er sich etwa immer noch nicht gemeldet? Und wo war eigentlich Jonas? Frag ihn doch bitte selber. Morgen. Frohes Neues. War dein Abend nicht schön gestern? Ja. Ja. Frohes Neues. Hey, hast du keine Lust auf Neujahrsfrühstück? Nein, ich muss weg. Warte doch wenigstens, bis die Brötchen da sind. Also manchmal bin ich echt froh, dass ich solo bin. Sag mal, wie lange kennst du mich jetzt? Eine ganze Weile. Wieso? Und die ganze Zeit hast du nicht die geringste Andeutung gemacht, dass du auf Männer stehst. Das fand ich nicht so wichtig. Klar, nicht so wichtig. Ach Mensch, Tom, du rennst doch auch nicht mit dem Schild auf der Brust rum, wo drauf steht, Achtung, schwul. Trotzdem, ich kapier das einfach nicht. Die ganze Zeit spielst du mir den guten Kumpel vor. Tom, ich hab dir nichts vorgespielt. Ich mag dich einfach total gern. Deswegen wollte ich dich gestern küssen. Ja. Und ich weiß auch warum. Hä? Ich kenne eine Menge Typen, die es auf einmal tierisch schick finden, schwul oder bi zu sein. Aber nicht, weil sie es wirklich sind, sondern weil es gerade hip ist. Vielleicht wollen die sich einfach mal ausprobieren. Ja. Und genau darauf habe ich keine Lust. Worauf? Dass du dich an mir ausprobierst. Ich glaube, da hast du mich vollkommen falsch verstanden. Weißt du was, Oliver? Such dir einen anderen Dumm, okay? Willst du dich nicht langsam in die Schale werfen? Für wen? Für Beatrice? Ich dachte zwischen euch wäre wieder alles klar. Du hast doch gestern sogar mit ihr angestoßen. Aber nur, weil Papa drauf bestanden hat. Blödes Getue geht mir echt auf den Geist. So schlimm ist sie nun auch wieder nicht. Die Frau ist profilneurotisch. Nur deshalb gibt sie diese Empfänge. Lass dir doch diesen kleinen Tick. Was ist denn schon dabei, wenn sie sich ein paar Leute einlädt? Was dabei ist? Machtgier und Geltungsbedürfnis. Außerdem will sie immer über alle anderen bestimmen. Liest du gerade irgend so ein Psychobuch? Du weißt genau, was ich meine. Erinnere dich an die Geschichte mit Ray. Den hat sie mir vergraut, weil er angeblich kein Umgang für mich ist. Also ich weiß nicht. Ich komme ganz gut mit dir klar. Ja, weil sie dich manipuliert. Logisch. Sie verpasst mir auch jeden Morgen eine Gehirnwäsche. Übrigens, du kannst mindestens genauso zickig sein wie sie. Du spinnst wohl. Wenn dir was nicht in den Kram passt, dann gibst du auch keinen Millimeter nach. Jetzt redest du schon genauso wie Papa. Na toll, vielen Dank. Hey, war nicht so gemeint. Jetzt sind wir quitt, okay? Nur wenn du mitgehst. Vorher gibst du ja sowieso keine Ruhe. Heißt das ja? Ich werf mich mal in Schale.
Aha, der erste Gast im neuen Jahr. Tritt ein, bringt Glück herein. Hier, Neujahrskalender. Wie findest du ihn? Ist doch nett, oder? Was ist denn los, Mädchen? Arno, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Und ich kann ihn nicht mehr rückgängig machen. Es ist einfach so passiert. Ich habe mit Jonas... Oh nein. Ach, Gabriela. Ich habe zu dir von Klarwerden gesprochen, nicht von Ausprobieren. Halt mir jetzt bitte keine Moralpredigt. Das ist das Letzte, was ich gebrauchen kann. Und was wird jetzt mit Daniel und dir? Das weiß ich doch nicht. Ich liebe ihn. Ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen. Oliver hat sie wohl nicht alle. Wer? Oliver! Sag mal, spreche ich mit dir oder mit einer Wand? Sorry. Oh nee, das ist mal wieder typisch. Jeder labert mich mit seinem Müll voll. Aber wenn ich mal ein Problem habe, da ist keiner für mich da. Ich weiß auch nicht, wo mir der Kopf steht. Hast du einen Kater oder was? Ach, Quatsch. Siehst aber so aus. Gabriela. Ich habe mit Gabriela geschlafen. Nee. Aber du hast doch gesagt, dass sie nichts von dir will. Das habe ich auch geglaubt. Ja, und sie? Ich meine, ist sie noch mit Daniel zusammen? Na super. Da kommen ja tolle Zeiten auf uns zu. Daniel ist mein bester Freund. Ich komme mir so mies vor. Jonas, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du mit ihr geschlafen hast. Das darf auch nicht wieder vorkommen. Aber ich liebe Gabriela. Verdammte Scheiße. Mit ihr zu schlafen, das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Du hast Tom geküsst? Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Also ich meine, du hast ihn auf den Mund geküsst. Richtig geküsst. Wohin denn sonst? Aber Tom ist doch gar keine Frau. Ach nee. Aber ich stehe zufälligerweise auch auf Männer. Ach so. Ja, dann hat er sich doch bestimmt gefreut. Von wem? Er war total sauer auf mich. Tom fand ich immer sehr süß. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass du sein Typ bist. Oder nicht? Er glaubt mir einfach nicht, dass er mir wirklich wichtig ist. Er denkt, der Kuss war nicht ernst gemeint. Ich will nicht mehr nur Toms Kumpel sein. Weißt du, was ich glaube? Es ging ihm einfach alles ein bisschen zu schnell. Klär das doch mit ihm. Das habe ich doch schon versucht. Dann musst du es noch mal probieren. Nicht locker lassen. Christiane, schön, Sie zu sehen. Ein gutes neues Jahr. Wünsche ich Ihnen auch, Frau Schneider. Ach, Herr von Anstetten, danke noch mal für die Empfehlung. Ich bitte Sie, das war doch das Mindeste. Und, alles in Ordnung? Ja, bestens. Prima. Wie schön. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Unser Sohn hat nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Oh, danke, Christiane. Schade, dass Kathi nicht kommen konnte. Ja, sie wollte heute lieber zum Friedhof. Ihr Verlobter ist letztes Jahr zu Silvester gestorben. Achtung! Alle mal hersehen. Hey! Hey. Jawohl. Ja. Ui, das sieht richtig professionell aus. Ja, ja, die Filmerei liegt ihm. Er schneidet sonst die Kassetten auch selber. Tja, schön, dass du wenigstens irgendwas drauf hast. Stimmt, sonst wäre ich genauso bekloppt wie du. Schön, Kinder, kann man das neue Jahr nicht beginnen. Felix ist sehr kreativ. Genauso wie seine Schwester Marie. Ihre Anwesenheit erfreut. Gerne. Marie hat schon als kleines Mädchen auf allem herumgetrommelt, was nicht Hund und Nagelfest war. Oh, da hatten sie immer Leben im Haus. Die Musik liegt ihr im Blut. Ja, kein Wunder, dass sie heute ein eigenes Plattenstudio hat. Mist. Was ist das denn? Überprüf doch mal die Kabel. Felix, kann ich dir vielleicht helfen? Wann kann ich denn bei dir im Studio mal vorbeischauen? Ich bin ja schon so gespannt. Im Moment habe ich ziemlich viel um die Ohren. Aber es wird sich sicherlich irgendwann einrichten lassen. Schön. Und solltest du mal irgendwelche Probleme haben oder was auch immer,
Dein Vater und ich, wir sind immer für dich da. Danke, das ist nett von euch. Wirst du es ihm sagen? Weißt du eine andere Möglichkeit? Ich habe diese Heimlichtuerei so satt. Ich will endlich mit Daniel rein den Tisch machen. Das wäre doch nur fair, oder? Und wie steht Gabriela dazu? Ich habe heute noch keinen einzigen Satz mit ihr gesprochen. Wie bitte? Damit's aber langsam Zeit. Jedenfalls können wir jetzt nicht mehr so tun, als wäre nichts gewesen. Und will sie sich von ihm trennen? Ich weiß nur, ich liebe sie. Und Gabriela? Hätte sie sonst mit mir geschlafen? Liebe Familie, liebe Freunde, trinken wir auf unser aller Gesundheit. Und auf, dass das kommende Jahr uns allen Glück und Zufriedenheit beschert. Ja. Oh ja. Also, als Gastronomin muss ich euch sagen, das sieht herrlich aus. Und es schmeckt auch wunderbar. Dem kann ich mich nur anschließen. Das wird unseren Koch freuen. Ach, Marie, ich soll dir übrigens liebe Grüße bestellen. Von wem? Baron van Platen hat vorhin angerufen. Er war sehr angetan von dir. Ah, ja. Wer ist der Knabe eigentlich? Dieser Typ, der sich gestern den ganzen Abend an Marie gehängt hat. Der Baron stammt aus einem uralten Adelsgeschlecht. Er ist sehr gebildet und kultiviert. Und noch dazu ist seine Familie wohlhabend. Was ja auch nicht unbedingt ein Makel ist. Mann, dann greift er den Typen doch, wenn er schon auf dich abfährt. Endlich mal wieder einer mit Kohle. Sonst hast du doch immer nur Loser-Typen. Franziska. Ich verbitte mir diesen Ton, Franziska. Wieso? Sie spricht doch nur das aus, was du denkst. Nur wenigstens ist sie ehrlich dabei. Hi, Gabriela. Es tut mir leid. Ich habe mich echt benommen wie der letzte Idiot. Ich wünsche dir übrigens ein frohes neues Jahr. Wenn du wüsstest, wie du mir fehlst. Es war ja total einsam ohne dich. Ich rufe dich wieder an, ja. Ich umarm dich. Gut, dass du da bist. Warum? Wir müssen miteinander reden. Worüber? Naja. Worüber denn nun? Über unsere Nacht. Was ist denn jetzt mit uns? Mit uns? Naja, ich dachte nach der letzten Nacht. Jonas, ich liebe Daniel. Mir ging es gestern Abend richtig mies. Und anstatt mir zu helfen, hast du das alles nur ausgenutzt.